Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Und heute werden wir einen rattenscharfen Italiener fahren. Nein, nicht den Ferrari V88 Pista von Andi Motorsport. Der ist heute nicht dran, sondern ein Maserati, der allerdings einem Ferrari nicht unbedingt unähnlich ist. Nämlich fahre ich den Maserati MC12, der mit einem anderen sehr bekannten Italiener, dem Ferrari Enzo, einige Ähnlichkeiten hat. Ich würde sagen, ich fange einfach mal vorne an. Wofür steht MC12 überhaupt? MC12 steht für Maserati Corse 12 Zylinder. Also MC12, Maserati Corse 12 Zylinder. Wir haben einen 6,0 Liter V12 Sauger, der gleiche aus dem Ferrari Enzo eben. Da wir allerdings hier ein wenig geringere Drehzahl haben, ein geringeres Drehzahllimit, als beim Enzo haben wir 20 PS weniger, nämlich nur 630 PS. Sehr enttäuschend, ich weiß. Und 652 Newtonmeter, das Ganze auf 1,5 Tonnen Leergewicht. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 3,8 Sekunden, auch wenn einige Tests das tatsächlich schneller geschafft haben. Eine Topspeed hat er von 330 km/h, also auch 20 km/h weniger als der Enzo. Das kommt nicht nur durch die Power zustande, sondern auch daran, dass der Wagen tatsächlich auch ein bisschen mehr Aerodynamik hat, würde ich sagen. Unter anderem eben dieser sehr dezente 2 Meter Heckflügel. Insgesamt wurden 50 Stück gebaut, insgesamt sollten es eigentlich nur 25 Modelle werden, als Homologation eben für die GT1 Serie. Allerdings war der Wagen so gut ausverkauft oder so schnell ausverkauft, dass man sich entschieden hat, komm, machen wir nochmal 25. Gute Entscheidung, so habe ich nämlich 3 Stück davon in meiner Garage stehen. Und ja, der Wagen ist wie gesagt in der GT1 angetreten, musste in der ein oder anderen Serie, in der ALMS beispielsweise, also American Le Mans Series, auch kürzer gemacht werden, weil er nicht in den Regularien drin war. Da hat man nämlich gemerkt, scheiße, der Wagen ist 20 cm zu lang fürs Regelwerk, hat dann eben 14 cm abgeschnitten. Da war der Wagen immer noch zu lang. Also, ja, der Wagen ist definitiv, was seine Dimensionen angeht, nochmal ein wenig ausschweifender als der Ferrari. Wir sehen auch, naja, relativ wenig eigentlich, aber da unten irgendwo befindet sich der Motor. Und was mir gerade auffällt, das wäre ja geil. Hahaha, es ist nämlich ein Targa. Und ja, wir können hier im Forza Vista-Modus tatsächlich das Dach entfernen. Das finde ich ganz nett. Das hier, ich wollte gerade sagen, ist nicht die Tür, sondern da können wir quasi hier vorne mal drunter gucken. Das sieht wunderschön aus und ich würde sagen, wir setzen uns mal rein. Auch so ein MC12 offenfahren in Horizon wäre schon geil, ne? Wäre ja wäre schön, wenn das gehen würde, ne? So, ich würde sagen, wir starten den MC12 mal und gucken, wie er denn so klingt. Ja, ich würde sagen, das klingt ganz geil, aber ich habe ja schon gesagt, der ist sehr ähnlich zum Ferrari Enzo. Und deswegen werde ich beide Fahrzeuge über die Teststrecke fahren. Zuerst den Enzo und dann den Maserati. Was bedeutet, wir begeben uns zur Teststrecke. So, da ist der Ferrari Enzo nun an der Startlinie der Teststrecke und darf zeigen, ob er seinen Namensgeber stolz gemacht hat oder nicht. Wie gesagt, der Enzo hat ein wenig mehr Power, eine höhere Topspeed, eine leicht bessere Beschleunigung und wiegt vor allem auch 100 Kilo weniger als der Maserati. Denkt man vielleicht erstmal gar nicht. Eigentlich möchte man meinen, der Maserati ist der leichtere. Aber nein, tatsächlich, der Enzo ist hier ein wenig leichter und 100 Kilo ist nicht wenig, also das wird hier definitiv ein bisschen was ausmachen, kann man sagen. Wie viel das sein wird, werden wir am Ende sehen. Ich meine, wir wissen ja von der Teststrecke, dass Aerodynamik prinzipiell nicht schlecht ist. Und es deswegen schon sein kann, dass der Maserati vielleicht schneller ist sogar. Aber ja, werden wir dann eben sehen, wenn es soweit ist. Man merkt auf jeden Fall, für die Zeit, wo das Fahrzeug rauskam, ist das hier eine bombastische Fahrleistung. Auch wenn das Untersteuern tatsächlich mir persönlich noch ein Tacken zu extrem ist. Ich glaube, da könnte man noch mal ein bisschen mehr machen. Ich bin ihn ja vor kurzem gefahren, allerdings nicht auf der Straße, sondern
im Rahmen der automobilen Schandtaten. Also habe ich den Wagen ins Gelände ausgeführt und ja, deswegen ist mir die Straßenperformance des Fahrzeugs bisher noch nicht wirklich geläufig gewesen, aber es ist ein sehr interessantes Fahrverhalten, eigentlich sehr, sehr gut, bis auf eben dieses Untersteuern, was nicht so krass sein dürfte, wie es ist. Also ja, vielleicht kommt da mit dem Enzo vielleicht bald nochmal eine Folge. Werden wir sehen, wir stürmen auf die Zielgeraden mit 295 km/h drüber. Und zeitlich ergibt sich eine 1:49.562. Damit ist der Wagen auf dem Niveau des Koenigsegg CC8S und des Koenigsegg CCX sogar. Sogar ein bisschen schneller als der CCX. Langsamer als die Corvette C7 ZR1 und der Ferrari 488 GTB. Das ist auf jeden Fall das Niveau, wo ich ihn einsortieren würde. Gerade so beim CC8S. Das ist eigentlich ein sehr gutes Vergleichsfahrzeug, finde ich. Und ja, ich würde sagen, ich rede gar nicht allzu lange drum rum, sondern wir gucken uns direkt den Wagen an, um den es hier heute eigentlich geht. Denn das ist der Maserati MC12 und das ist definitiv ein Wagen, der für sich alleine steht, der eigentlich keine Vorstellungsrunde braucht, aber naja, eine kleine gab es trotzdem. Wir merken auf jeden Fall, er geht relativ ähnlich voran. Wir haben natürlich diesen kleinen Leistungsunterschied, der macht jetzt aber an sich nicht so viel aus. Und man merkt aber definitiv, er lenkt ein gutes Stück besser ein. Und das könnte hier auf der Teststrecke natürlich schon gut helfen. Man kann auch dazu sagen, so viel Aerodynamik liegt vorne gar nicht an. Gerade mal ein Drittel ist vorne, zwei Drittel der Aerodynamik sind hinten. Natürlich unter anderem, oder sagen wir, drücken wir es anders aus, vielleicht zwei Drittel der Aerodynamik wird hinten generiert. Oder der Downforce wird hinten generiert, ist vielleicht der schönere Begriff. Also er könnte auf jeden Fall nochmal einen Tacken aggressiver in schnelle Kurven einlenken, das definitiv. Aber ja, das ist natürlich dann jetzt sehr, sehr gut für den Maserati, denn das bedeutet, dass er hier potenziell vielleicht ganz gute Karten hat, relativ gleich schnell oder vielleicht sogar schneller zum Ferrari Enzo zu sein. Wir werden es sehen. Merken auf jeden Fall, dass er sich ein ordentliches Stück angenehmer fährt. Er ist weitaus besser balanciert. Und ja, er fährt sich einfach angenehmer. Er lenkt viel besser ein, er kommt viel schöner um die schnellen Kurven rum. Das ist an sich ganz gut. Dafür werden wir, denke ich mal, auf der Geraden die Einbußen haben. Wir merken, wir kommen über die Ziellinie mit gerade mal 289 km/h, also 7 km/h weniger, 6 km/h weniger als der Ferrari. Und zeitlich sind wir aber bei einer Minute 50.374, damit 8 Zehntel hinter dem Enzo Ferrari. Und ja, gerade mal auf dem Niveau eines Lamborghini Huracan. Und aber auch eines Ascari KZ1R, also der Wagen kam mir tatsächlich schneller vor. War es die Leistung, die das ausgemacht hat? Ich denke eher, es war das Gewicht. Wie gesagt, 100 Kilo wiegt der Wagen mehr, der Maserati, als eben der Ferrari. Das macht natürlich sowohl in der Beschleunigung als auch in den Kurven einiges aus. Und ich denke aber mal, das ist doch an sich ein guter Anhaltspunkt, mit dem man jetzt dann ans Tuning rangehen kann. Denn da bewegen wir uns jetzt hin, werden uns anschauen, wie der Wagen denn so performen wird, wenn wir ein wenig was dran umgebaut haben. Wie gesagt, Gewicht werde ich auf jeden Fall ein bisschen was rausnehmen. Aber ja, wir gucken eh erstmal, was man denn überhaupt machen kann. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Ich würde sagen, das ist ein Wagen, der eines Schlosses würdig ist. Da bewegen wir uns doch direkt hin und schauen dann mal, was geht. Was man vielleicht auch noch so als kleinen Fun-Fact einstreuen kann. Wir haben hier im Spiel ja auch noch den Maserati MC12 Versione Corsa. Und zwar ist das dieser hier, Versione Corsa, Entschuldigung. Das hier ist nicht die Version,
die in der ALMS beispielsweise gefahren ist. Das hier ist eine Version, die von Maserati hergestellt wurde, an Privatleute verkauft wurde und dann eben Privatrennen gefahren ist. Das ist nicht die reine Rennversion, auch wenn es da steht. Aber die reine Rennversion hatte nochmal ein paar Unterschiede. Nur so vielleicht als kleinen Funfact nebenbei. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal ein Racing Force 12 geht rein. Lassen wir, Twin Turbo lassen wir auch weg. Ein V12 Sauger ist eine geile Sache. Ja, wir könnten natürlich nochmal mehr Downforce nach vorne geben. Und aber nochmal den Hexboiler ins Lächerliche ziehen. Lassen wir mal sein. Ja, schon Sportreifen. Ich gehe mal auf Rennreifen. Ja, gut, 250er vorne sind nett gesehen. Dann würde ich sagen, kriegen wir noch bitte ein Renngetriebe sowie Differential und... Ja, nee, komm, Rennkupplung braucht er nicht. Dafür noch eine Antriebswelle, bitte. So. Braucht er andere Bremsen? Ich würde sagen, nein. Die Bremsen waren eigentlich sehr gut. Ein Rennfahrwerk hätte ich trotzdem gerne. Und gewichtstechnisch, ja, okay, das wäre halt fast schon ein bisschen viel. Ich möchte ihn eigentlich gerne so auf Enzo-Niveau irgendwo bringen. Das bedeutet, ich werde auch gleich gucken, dass ich eine Nockenwelle einbauen kann. Ja, komm. Was soll der Geiz? Bisschen Gewicht rausnehmen. So, und jetzt gucken, dass wir eben die Drehzahl ein bisschen erhöhen. Gut, jetzt hat er ein bisschen mehr Leistung als der Enzo. Aber gut, ist halt so. 510 kW, damit sind wir jetzt bei... Boah, 680, 690 PS, wenn ich das grob richtig überschlag. Kann man machen, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal ins Feintuning hinein. Und schauen mal, dass wir ihn vielleicht hinbekommen. Ich denke nicht, dass ich ihn vom Einlenkverhalten her großartig besser hinzaubern werde. Ich kann aber versuchen, dass ich quasi das Heck ein bisschen rutschiger mache. Damit er quasi mit dem Heck in den Kurven ein bisschen mehr mitlenkt. Das wäre potenziell möglich. Das heißt, wir nehmen mal hinten ein bisschen weniger Sturz. Also ein bisschen mehr Sturz eigentlich, wenn man so möchte. Ein bisschen mehr Nachlauf darf sein. Das wäre halt potenziell vielleicht eher in ein kontrolliertes Übersteuern reinkommen, anstatt eben in ein unkontrollierbares Untersteuern. Bin ich prinzipiell bei so streckenbasierten Fahrzeugen einen Tacken angenehmer einfach. Also streckenbasierten Straßenfahrzeugen. In auf Rennstrecken selber mache ich tatsächlich Untersteuern mehr. Damit kann ich einfach persönlich besser arbeiten. Wir können auch mal kurz gucken, ob es vielleicht ein angenehmes Design gibt. Hätte ja was. Warum wird mir sowas vorgeschlagen? Ich verstehe es nicht. Jawohl, NASCAR. Geil. Okay, das ist halt ein Klassiker. Nochmal in Schwarz. Martini-Design gibt es auch auf jedem Fahrzeug. Ja, die Vita-Phone-Lackierung. Nee, komm, ich fahre die Straßenversion, dann bleibe ich dabei auch. Ja, dann bleibe ich dabei auch. So, das heißt, wir fahren jetzt quasi den MC12 so, wie er sein könnte, wenn Ferrari ihn nicht eingegrenzt hätte. In 100 Metern rechts abbiegen. Plus ein wenig mehr Leistung, aber das ist okay, damit kann man arbeiten. So, wir schauen aber mal direkt auf Bamberg. Ist ja auch eine relativ ausgeglichene Strecke, zumindest für etwas schnellere Fahrzeuge. Also besteht halt aus schnellen Kurven und einer schnellen Geraden. Und am Ende halt noch einen relativ engen Abschnitt, aber der ist eigentlich fast zu übersehen. Das ist halt so ein Abschnitt, da kannst du keine Zeit gut machen, da kannst du eigentlich nur Zeit verlieren. Und ja, der MC12 ist einer der letzten Wagen, der durch Homologation entstanden ist. Und da mich jetzt nicht falsch verstehen,
Natürlich gibt es immer noch Fahrzeuge, die erschaffen wurden und homologiert wurden durch Racing. Aber wir haben quasi so eine kleine Transition gehabt, ungefähr zu der Ende der Lebenszeit von Maserati. Vorher war es so, dass einige Modelle, einige Fahrzeuge für Racing erschaffen wurden und daraus eben das Homologationsmodell entstanden ist. Daraus eben das Fahrzeug entstanden ist, welches man dann zwangsläufig auf der Straße gesehen hat. Dadurch ist ein MC12 entstanden, dadurch ist ein BMW M3 entstanden, dadurch ist ein 190e entstanden und so weiter und so weiter. Heutzutage ist es ein wenig andersrum, leider. Heutzutage ist es eher so, dass man ein Straßenfahrzeug erschafft und das dann im Nachhinein für den Motorsport umfunktioniert. Und das ist prinzipiell auch gar nicht schlecht. Nur entstehen dadurch halt eher selten solche crazy Fahrzeugmodelle, die dann echt auch ja, das Automobil an sich verändern. Wie eben ein M3 beispielsweise. Der M3 ist durch die DTM entstanden und wurde nur verkauft, weil man musste. Wenn es diese Homologationsregel nicht gegeben hätte, würde es heute kein M3 geben. Und wir alle wissen, wie unfassbar viel der M3 für die Automobilgeschichte gemacht hat. Und das ist ja nicht das einzige Modell, es geht ja weiter. Dodge Charger Daytona unter anderem. Eines der, wie ich finde, geilsten Fahrzeuge aller Zeiten. So irgendwie dieser Kampfgeist im Sinne von, ich möchte im Motorsport die Konkurrenz um jeden Preis versiegen. Der ist gefühlt so ein bisschen verloren gegangen. Und dadurch ist dann eben auch diese Transition, ja, dieser Übergang eben zustande gekommen, dass es heutzutage eben nicht mehr so abläuft, dass man Fahrzeuge für den Motorsport erschafft und dann guckt, dass man die auf die Straße bringt, weil man muss, sondern dass das Ganze eben andersrum abläuft. Finde ich sehr, sehr schade. Aber vielleicht kommt das ja wieder zurück. Ich meine, wenn es in die eine Richtung geht, geht das ja bestimmt auch in die andere Richtung, oder? Es ist halt schwer zu erklären, was ich meine, aber ich glaube, der eine oder andere wird es hoffentlich verstehen. Nee, den mag ich nicht. Nicht mit dem Auto. Ich würde sagen, wir fahren mal Astmore einfach. Ein paar Runden. Ist ja auch eine geile Strecke. Ja, Retro Supercars. Finde ich echt interessant, dass sie den nicht in die Homologationsklasse gesteckt haben. Es gibt ja Homologation Heroes, glaube ich, noch. Wobei, nee, stimmt. Das war ja so eine sekundäre Klasse in Forza. Das war ja so quasi wie Mustang vs. Camaro. Homologation Heroes ist ja nicht die Hauptklasse. Kann schon sein, dass er da noch drin ist. So. Ja, warum hat er mich denn so rausgeschoben? Ne, nicht geschoben, aber gedrückt einfach. Geforst, könnte man sagen. Dadurch die Kurve leider nicht so ganz erwischt, aber für die Toyota reicht es trotzdem. Also der Wagen lenkt jetzt auf jeden Fall ordentlich besser ein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Drücken wir uns hier mal rein. So. Ja, ich glaube halt, er könnte noch besser sein, wenn er noch mehr Aero vorne hätte. Aber ich verstehe auch, warum man hinten so viel Aerodynamik gesetzt hat, weil ich glaube, der hat eine 41-59er Gewichtsverteilung. Da willst du natürlich sicher gehen,
dass dir das Heck nicht ausbricht. Das heißt, es macht schon Sinn, wie die Aero verteilt ist. Aber, ja, ich glaube, der Wagen könnte noch um einiges mehr, wenn er eben auch vorne mehr Aerodynamik hätte. Und dementsprechend so ein bisschen das geringe Gewicht, was er vorne hat, ein wenig ausgleichen kann. So. Aber ja, man kann den Wagen jetzt auf jeden Fall super easy ans Limit pushen. Der verzeiht dir echt sehr, sehr viel. Und der kommt dir auch nicht mit dem Heck. Also das ist wirklich grandios gut. So viel Power auf die Hinterachse mit so einem langen Radstand. Und trotzdem liegt er einfach schön auf der Strecke. Das schafft nicht jeder. Das schafft auf gar keinen Fall jeder. Klar, die Rennreifen werden da einen Teil ausgemacht haben, definitiv. Was genau auch immer da passiert ist. Haben sich ein paar Driver-Tare gestapelt. Aber naja. Fährt sich sehr schön auf jeden Fall, das Fahrzeug. Und macht auch Spaß. Den kannst du echt gut ans Limit bewegen, auf jeden Fall. Und optisch ist er halt auch geil. Also, den erkennst du. Wenn du den Wagen einmal gesehen hast, dann wirst du nicht vergessen, dass du diesen Wagen gesehen hast. Der ist wirklich so eigen einfach nur. Und ganz ehrlich, das ist für mich Italien. Dieses Auto ist Italien. Also die visuelle Repräsentation von dem Land. Das ist für mich der MC12. In 100 Metern rechts abbiegen. Damit habe ich echt Bock, wieder Horizon 2 anzuwerfen. Und mit dem Wagen so ein bisschen einfach mal nur an der Küste lang ballern. Gut, die Côte d'Azur ist nicht in Italien, aber das Gebiet ist halt relativ ähnlich. Und es gibt ja auch italienische Gebiete in Horizon 2. Ihr wisst, was ich meine. Warum bin ich hier lang gefahren? Andersrum wäre schneller gewesen. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Nope. Ich wüsste nicht, seit wann ich mich in Horizon an die STVO halte. Das wäre mir persönlich neu. Habe ich einmal gemacht in der Lost-In-Folge. Die war grandios spannend. Auf jeden Fall, doch. Okay. Also, das letzte Rennen, würde ich sagen. Ich möchte auch gar nichts mehr fein einstellen im Wagen. Der gefällt mir. Den lassen wir einfach so. Ja, die 959s haben jetzt hier natürlich ein bisschen Allradvorteil bei nasser Fahrbahn, aber ich glaube, da fährt eh nur einer mit. Ich ignoriere das einfach mittlerweile, wenn die Dramatare so reagieren. Wenn sie mich einfach drehen wollen. Das war ein wenig risky, da noch in reinzugehen, aber hey, hat funktioniert, also was soll's. So, was haben wir da vorne? Den GT3. Und ein XJ220. Einfach mal innen am GT3 vorbeischieben und dann auf der Geraden abgezogen werden. Kennt man, oder? Hat jeder schon mal erlebt von dem GT3. Oh Gott. Keine schöne Linie gehabt, aber der Wagen verzeiht dir das einfach. Also,
Du kannst echt super viel mit dem machen. Bevor dir der Wagen sagt, Alter, jetzt ist Schluss. Und beim Rausbeschleunigen kann man auch echt super früh aufs Gas gehen. Also der hat einfach echt eine gute Balance aus mechanischem Grip und aerodynamischem Grip. Klar, wie gesagt, mehr kannst du immer rausholen. Alleine nochmal breitere Vorderreifen würde gehen. Aber ich glaube echt, das ist ein grundsolider Wagen einfach. Und wenn du es schaffst, diesen Wagen umfahrbar zu machen, dann solltest du nochmal verdammt gut über deinen Tuning-Stil nachdenken. Ja, sehr schön. Das bedeutet, ich gebe das Tuning frei. So. Und so. Ja, super. Dann würde ich sagen, was das mit der Folge. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.